Sehr geehrte Frau Roginski, wie wir erfahren haben, möchten Sie gerne aus Zirkus Halligalli aussteigen. Wir sind Ihnen zu peinlich und Sie sehen sich eher im seriösen Fernsehen als in unserer kleinen Schmuddelshow. Dafür haben wir vollstes Verständnis. Allerdings sind Sie laut Vertrag zu einem Ausstieg erst dann berechtigt, wenn Sie Paragraph 22 erfüllt haben. Sie erinnern sich sicher an unsere kleine Erfolgsrubrik in Vino Veritas. Darin interviewe ich tief in der Nacht höchst seriös Besoffene zu politischen Themen. Ich habe es akustisch gar nicht verstanden. Sie drehen bitte einmal in Vino Veritas Reverse. Das heißt, nicht die anderen sind blau wie die Tümpelkrähen, sondern Sie. Und es ist auch nicht nachts um drei, sondern helligster Tag. Politische Fragen müssen Sie trotzdem stellen. Alles, was Sie zur Vorbereitung brauchen, finden Sie im sympathischen Trinkerparadies direkt hinter Ihnen. Nach dieser kleinen Gefälligkeit entlassen wir Sie gerne aus Ihrem Vertrag. Have fun! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Reverse. Nochmal. Juhu, nochmal. Aber es war doch schon gut. Einmal noch. Wieso nur nochmal? Schönen guten Tag. Mein Name ist Paulina Roginski. Es tut mir so leid. Noch einmal. Was geht ab? Alles gut, Paulina, du machst es super. Ich gebe dir ein Zeichen, dann läufst du aus dem Bild. Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu In Vino Veritas Reverse. Mein Thema heute: 25 Jahre deutscher Mauerfall. Sehr gut, das nehmen wir. Yeah! Hi. Also ganz Deutschland freut sich über 25 Jahre Mauerfall. Ja. Warum sehen Sie denn? Also ganz Deutschland freut sich über. Hast du getrunken? Nein, ich habe auch nichts getrunken. Also, darf ich Sie bitte umarmen? Sie sind so süß. Das ist Ihre Frau. Darf ich Ihre Frau umarmen? Ja, bitte. Warum bitte? Na, weil wir einfach mal 25 Jahre deutsche Einheit feiern. Stopp! Was sagen Sie zu 25 Jahre deutsche Einheit? Es ist toll. Deutschland ist ein schönes Land. Ich mag deutsche Senf, deutsche Bier, deutsche. Was ist das? Sie können probieren. Okay. Auf die deutsche Einheit. Und eins, zwei, drei, gesoffen. Lecker. Paulina? Ja. Wir haben dir was gebaut. Ich darf da vor der Kamera nicht sehen. Ja, ja, so geht's. Was sind Ihre Gedanken zum 25 Jahre Mauerfall? Zu der Zeit war ich gerade in Zürich und hab's dort mitbekommen und hatte geteilte. Wenn man da jetzt so spontan alle, genau, trinken wir einen drauf. Wie glauben Sie, kann man Vorteile gegenüber den Fallen aus Deutschen am besten abbauen? Vorurteile abbauen, indem man sich kennenlernt. Wollen wir einfach mit einem schönen kleinen Shot diese Mauern ein für alle Mal begraben? So machen wir das, okay? Auf die Brüderschaft! Auf die Brüderschaft! Und auf den Mauerfall. Ich muss weiterarbeiten. 25 Jahre deutsche Einheit. Aha. Die Frage, die mir auf den Lippen brennt, ist: Wo gibt's den nächsten Wodka? Die wichtige Frage ist: Jetzt kommt's. Ich hab sie vergessen. Hab's gemerkt. Okay. Also. Sorry, tschüss. Ciao. Wir feiern heute 15 Jahre. 25 Jahre. Deutsche Mauer. Noch einmal bitte, von Anfang. Mann! Ich mache jetzt eine Pause. Schon mal zwei Trottel auf dem Segway. Das
sieht einfach so scheiße aus, diese drei Traumlaufen-Zirkel. Sorry, Leute, ich ruhe mich einfach nur kurz aus. Geht gleich weiter. Helmut Kohl hat einmal gesagt, ich habe nichts Besseres, als auf die deutsche Einheit stolz zu sein. Tschüss. Tschüss. Ich gehe jetzt einfach besser. Gut, bitte. Das war Reverse in Vino Veritas. You come class. Leckt mich am Arsch.